Ja, generell waren die Aussagen natürlich direkt nach dem Ausscheiden, direkt nach dem Spiel natürlich sehr emotional, weil ja, mir sowas dann schon nahe geht, weil man natürlich große Ziele hatte. Wir hatten große Ziele, wir haben uns einiges vorgenommen und sind dann halt wieder mal früh ausgeschieden und das dann natürlich so in der Summe mit 2018, dann letztes Jahr die Euro, dann jetzt wieder ein Turnier, ist dann schon sehr, sehr bitter, gerade auch, weil man nicht allzu viele Chancen hat, gerade mit der Nationalmannschaft. Deswegen ja, ist es jetzt was man jetzt, glaube ich, auch nicht einfach vergessen und abhaken kann, weil es halt einfach so ist, wie es ist. Trotzdem ist die Motivation jetzt wieder hier zu sein schon riesig. Haben jetzt natürlich andere Aufgaben vor der Brust. In ein Loch bin ich jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt gefallen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meinen drei Kindern geschuldet, da war es schwierig, in irgendein Loch zu fallen. Da hat man andere Aufgaben. 2018 war das fast ein bisschen schwieriger. Da hat man dann nicht so die Ablenkung gehabt, wenn du da dann im Urlaub bist, da hast du dann viel, viel Zeit nachzudenken.